Sally, zum Abschluss, sozusagen als Abschlussbericht für den Aufbau des 600er Helikopters hier, habe ich noch ein paar Sachen für dich als Info. Und wie die Einstellung, wie ich die so gemacht habe vom Regler und von der DX6. Ich habe eine Liste gemacht, die arbeite ich einfach mal kurz ab, was alles noch so zu beachten ist und was mir noch aufgefallen ist. Das erste ist der Scorpion-Motor. Eins von den vier Gewinden, die da drin sind, eins ist ausgenuddelt. Und das musste ich natürlich genau benutzen. Ich habe die Schraube so weit reingedreht, dass sie halbwegs fest ist und verklebt mit Schraubenkleber, mit blauem natürlich nur. Darauf solltest du bitte achten, nicht, dass die eine Schraube sich irgendwann löst hier. Unwahrscheinlich, aber es kann sein. Falls es so ist, die anderen drei Gewinde sind ja noch in Ordnung. Dann drehst du ihn um 90 Grad, musst das Kabel dann leider neu verlegen. Vom Regler zum Motor musst du es wieder hübsch verlegen irgendwie. Und die sind ja noch in Ordnung. Das lasse ich jetzt einfach drauf ankommen, in Anführungszeichen. Er ist fest, ich habe drei Schwebeflüge gemacht. Da ist nichts dran passiert. Das ist das Erste. Bitte darauf achten, unbedingt. Den Regler, den Kontronik-Regler, habe ich natürlich neu programmiert. Er ist auf Programm 1, alles löschen und dann habe ich den Governor Heli Nummer 4, ist das hier, habe ich den programmiert. Er fährt hoch, lernt kurz für eine Sekunde, für einen Bruchteil einer Sekunde, die Drehzahl, die er halten soll und dann kannst du losfliegen. Egal, ob du 10S oder 12S drin hast. Er lernt ja immer wieder neu. Das zum Regler. Der wird auch nicht sehr heiß oder was, der bleibt immer eiskalt. Aber das ist halt ein Kontrollenkrieg, ne? Spricht dafür. So. Die Führung der Heckanlenkstange fehlt. Muss ich die mal drehen? Ich hoffe, dass du es sehen kannst. Die Führung der Heckanlenkstange. Hier gehört noch eine Führung rein. Eigentlich. Wenn ich die aber reinbaue, dann steht die. Da steht die so unter Spannung hier unten drunter, dass sie sich in einem Bogen wieder, also da entsteht da Reibung und dann verklemmt die sich eventuell und dann muss der Servo wieder gegen diese zusätzliche Kraft arbeiten, eventuell Losbrechkräfte. Deswegen habe ich die weggelassen. Es ist ja eine Carbonstange. Was soll da groß passieren? Wenn noch eine ran soll. Da musst du dir eine bauen, die genau in diesem Abstand hier, genau in dem Abstand ist und nicht länger oder kürzer ist. Du weißt, was ich meine. Du bist ja auch ein erfahrener Helibauer und du weißt, wovon ich spreche. Das ist immer ganz schön. So, das Heck hier, das habe ich jetzt eins runtergesetzt. Das war übertrieben hoch. Das war ja so. Mit diesen zwei Bolzen, die hier drin waren. Ich weiß nicht wieso, keine Ahnung. Aber vielleicht habt ihr ja in Bayern, ne, was heißt vielleicht, ihr habt ja in Bayern viele Berge und Windstore, ja, so es steht. Und dann hat das vielleicht seinen Grund gehabt, warum der so stand. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist euer Landeplatz schief oder so, dass das hier hinten seinen Sinn hatte, weiß ich nicht. Ich habe es weggelassen, die kriegst du natürlich alles wieder mit. Kannst du wieder runterbauen, wenn du möchtest. Ich fand es ein bisschen sehr übertrieben. Stand ja so. Okay. In Bayern ist alles schief heute. Durch die schönen Berge. Ich mag Bayern. Ich finde Bayern geil. So, die DX6. Die DX6, den Schalter B, den wir hier haben, hier oben. Auch schon, dass du siehst. Ja, jetzt siehst du es besser. Also, der ist für das 1 und 2. Das war andersrum erst. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso ist denn das andersrum? Ich habe geguckt, wie kann man denn das umkehren? Das kann man nicht umkehren. Dann bin ich drauf gekommen, dass einige Schalter hier so ein bisschen schief stehen. Dann hat, ich weiß es nicht, ob es stimmt oder auch nicht. Meine Vermutung ist ganz einfach. Die wurde mal auseinandergenommen und da wurde der Schalter einfach falsch rum wieder reingebaut. Muss man erst mal drauf kommen, echt mal. Ich habe ihn also gelöst und habe ihn um 180 Grad gedreht und wieder festgemacht und jetzt ist vorne normal und Kunstflug 2. Ups. Normal.
So, jetzt stimmt wieder alles. Jetzt ist alles wieder Standard mit den Schaltern. Dass diese schräg sind, hat vielleicht einen Grund. Ich weiß es nicht. Ich habe die halt so schräg gelassen. Hier haben wir Motorausposition, Motoranposition. Ihn hier. Das, ich denke, weil der rot ist, hast du das auch so. Vermute ich mal. Aus. Weil andersrum macht keinen Sinn. Hier ist schnell aus. Autorotation. Dann habe ich dir hier drauf gelegt, auf diesen Schalter. Ich muss das mal so halten, hier, damit du das sehen kannst, ohne dass es blendet. Habe ich dir das Dual Rate und das Expo raufgehauen. So. Ist er oben, ist er recht zahm. 85% auf der Taumelscheibe. Roll und Nick. Und 85% auf dem Heck. Mit jeweils 30% Expo. Dann haben wir hier den Gyro, die Gyroempfindlichkeit, dieser schiefe Schalter hier. Kreisel. So, dann habe ich hier drauf gesetzt, deine Heckempfindlichkeit. Das erste ist Heading Hold. 56% hält ganz gut. Ich konnte keinen Speedflug machen mit dem Helikopter, weil, das weißt du ja, die Seitenteile ja gebrochen sind. Also es hält so ganz gut, wenn es anfängt zu singen, gehst du einfach einen runter. Und dann, wenn es immer noch singt, das Heck, dann gehst du halt noch weiter runter auf 48 oder was, weiß ich nicht. Die untere Position, das sieht man ja auch an den Microbeats, dann wird das Lämpchen violett, ist die Normal-Mode-Position. Die brauchte ich, um das Heck ein, um die Heckmechanik richtig einzustellen. Kannst du dann wieder ändern, wenn du möchtest. Das zur DX6 habe ich. Okay. Dann habe ich ihn vorhin hochgehoben. Das Video zeige ich dir gleich noch. Er läuft recht sauber, recht ruhig. In der ersten Drehzahl die 1900 Umdrehungen bei 40% Regleröffnung. Und wenn ich hochgehe mit der zweiten Drehzahl zum Beispiel, 50% sind es 2150 am Kopf gemessen, echt gemessen, nicht laut Tabelle errechnet, sondern gemessen. 1900 und 2150, 40, 50% Regleröffnung in der DX6. Und in der oberen Drehzahl fängt er an, ganz leicht zu vibrieren. Hinten, man sieht es an der Finne, die fängt dann an, hier so ein bisschen zu vibrieren, ganz leicht. Ich bin da ein bisschen pingelig, du wirst wahrscheinlich sagen, hey, sieht doch ganz normal aus. Aber er fängt dann ein bisschen an. Kann sein, könnte mehrere Ursachen haben. Das eine ist, das liegt an den Seitenteilen, dass sie gebrochen sind, dass er damit einfach nicht, dass die Schwingungen einfach zu groß sind und die beiden Seitenteile das nicht mehr kompensieren können, nicht mehr halten können. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Lager vom Scorpion hin sind. Würde man ja auch hören, aber in den höheren Drehzahlen kann es sein, dass die dann anfangen ganz leicht zu vibrieren. Oder dass das Scorpion, was ganz selten ist, in der oberen Drehzahl eine Unwucht erzeugt. Das kann alles sein, alles schon gehabt. Dass die Glocke nicht mehr drauf, richtig drauf ist, all sowas. Das kann sein. Es kann sein, dass die Antriebswelle hinten, die ist nur ein einziges Mal gelagert, dass die anfängt bei hohen Drehzahlen zu schwingen. Das kann sein. Eventuell zwei Lager reinmachen. Oder das Plastikheck, das ist mit den hohen Drehzahlen, das da anfängt sich ein bisschen zu verwinden und das dann anfängt zu vibrieren. Viele, viele Fehlerquellen, die ich nicht jetzt noch suchen konnte, das hätte das gesprengt. Das könntest du dann ja machen, alles nacheinander mal. Oder du gehst so hoch mit der Drehzahl, bis es irgendwann weg ist, kann ja auch sein, habe ich auch alles schon erlebt. Oder die reichen die 1900 Umdrehungen Drehzahl. Du wirst es gleich im sehen im Video. Da läuft der super seidenweich. Ganz kurz. Ist richtig gut. So, dann zeige ich dir jetzt mal kurz das Schwebevideo, was ich im Garten vorhin gemacht habe. Thank you.
Da bin ich wieder. Du hast gesehen, er liegt ganz sauber und ruhig in der Luft. Am Heck sieht man es immer am allerbesten. So, was ich unbedingt noch erwähnen wollte, ist natürlich das hier. Ich muss das, glaube ich, groß in die Kamera zeigen, damit du genau weißt, was ich meine. Und zwar, das ist, Alter, das Bettzeichen. Wie geil ist das denn? Was ist denn das für ein geiles Teil? Finde ich total voll stark. Richtig geil. Das musste ich jetzt nochmal loswerden. Ja. Also das ist was Besonderes. Ich stehe eh auf Batman. Batman ist einfach der Größte. Und dann hast du hier noch so ein schönes Teil drauf. Voll cool. So, das Bat-Symbol. Mein Zettel ist abgearbeitet. Jo, das war's. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Heli. Und dann werde ich mich, ich glaube, nächste Woche komme ich da erst zu, an den zweiten Heli machen. Und der steht da schon bereit auf meinem Kaminsims und wartet auf mich. Tschüss, bis dann. So, hallo Sally, ich habe noch eine Sache an deinem Heli, die lag mir dann doch so ein bisschen am Herzen, dass ich das noch erledige, obwohl ich sagte, dass die Anlenkstange ja aus Carbon ist hier und sie eigentlich keine Führung braucht, aber irgendwie gefällt mir das nicht. Das hier ist die Original, die da angehört und was ich sagte, die muss so weit runtergebogen werden, hier, dass sie dann in der Führung ist. Und dann ist sie unter Spannung und das gefällt mir gar nicht. So, was tun? Es ist eigentlich ganz easy, ganz einfach. Das ist die gerade drauf ist, die Originale. Und was habe ich gemacht? Ganz einfach. Habe oben noch ein zweites Loch reingebohrt. Ups. So, dass die Stange nicht mehr unter Spannung ist, sondern genau gerade dann hier durchläuft. Hier haben wir es. Ich kneife es zu und ist ganz minimal, muss ich sie nach oben nehmen. Da. Und dann läuft die wunderbar und hat eine Führung in der Mitte. Das war mir wichtig. Was ich noch mache, ist natürlich das hier unten, das zweite Loch, das werde ich noch sauber abtrennen, damit das ein bisschen hübscher alles aussieht. Und dann ist da auch eine Führung in der Anlenkstange dran. Dann bin ich auch zufrieden. Gut, das wollte ich dir nur noch mal kurz zeigen. Bis denn, ciao.